Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Ich glaube, Daniela möchte lieber selbst sprechen und darauf freuen wir uns ja alle, nicht auf meine Worte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich begrüße aber auch unsere heutige Referentin ganz herzlich. Ich muss sie eigentlich kaum vorstellen. Daniela Zink ist Direktorin des Naturmuseums hier in Winterthur. Sie ist Biologin. Was uns verbindet, ist einmal der Lehrerberuf, den du aber nicht allzu lange ausgeübt hast. Daniela hat an der Universität Zürich Biologie studiert und hat dann relativ bald schon begonnen, hier im Naturmuseum auch Führungen und durchzuführen. Seit 2016 ist sie Direktorin des Naturmuseums und hat in dieser Funktion natürlich auch schon die eine oder andere Ausstellung hier im Naturmuseum organisiert. Und ich bin sehr gespannt, insbesondere natürlich auch, nachdem ich erst gerade kürzlich diese neue Ausstellung über den Kiesel gesehen habe, gestaunt habe, was alles möglich ist. Ich habe das eine oder andere mitbekommen, was da so passieren kann in so einer Ausstellungsvorbereitung im Gespräch mit dir. Aber ich denke, da wirst du auch selbst darauf noch zu sprechen kommen. Es gibt Ausstellungen, die sind unterwegs. Ausstellungen, die hier in Winterthur entstanden sind. Zum Beispiel gibt es eine Eichhörnchen-Ausstellung, die im Moment gerade in Kreuzlingen ist, wo ich selbst ins Lehrerseminar gegangen bin. Und zwar an dem Ort, wo ich den ersten Tag meines Lehrersemis besucht habe. Und dann wandert sie noch weiter. Also was hier in Winterthur passiert, das ist man sich aus der Geschichte gewohnt und aus der Technik. Das geht in alle Welt hinaus. Ob jetzt alle Welt ist, das wissen wir nicht. Daniela, es freut mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, für uns heute das aufzubereiten, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Und ich freue mich auf den Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da erzählen darf, wie wir im Naturmuseum Ausstellungen machen. Das war lustig, heute Nachmittag hatte ich gerade noch eine Sitzung mit dem Leiter des Bündner Naturmuseums und mit zwei Vertretern von Solothurn und von Frauenfeld. Und ich habe ihnen am Schluss der Sitzung gesagt, so, jetzt gehe ich einen Vortrag machen und erzähle, wie wir eine Ausstellung machen. Es ist natürlich nicht so, dass alle Naturmuseen die gleichen Ausstellungen machen oder auch die gleichen Vorgehensweisen haben. Aber ich denke mal, es ist ganz ähnlich. Ja, warum machen wir überhaupt Ausstellungen? Also das ist nicht einfach, weil wir so alleine nur so Freude haben an den Ausstellungen. Das Naturmuseum Winterthur ist ein städtisches Museum. Wir gehören also zur Stadtverwaltung. Das heißt, wir sind auch an die parlamentarischen Zielvorgaben gebunden. Und das heißt, wir haben natürlich im Budget, das können Sie nachschauen, ist im Internet das Budget der Stadt Winterthur. Und da steht, das ist das Globalbudget, da steht drin, dass eben, ich möchte nicht alles vorlesen, aber dieser rote Satz, Sie erschließen und vermitteln einer regionalen und überregionalen Öffentlichkeit durch besucherfreundliche Ausstellungen und Veranstaltungen kulturelle und naturwissenschaftliche Themen. Also wir haben den Auftrag, Ausstellungen zu konzipieren. Wir haben den Auftrag, unsere Objekte zu zeigen. Das ist also wirklich ein Teil der Vorgaben. Und hier ein Ausschnitt aus dem Budget, dass wir sogar klar definiert haben im Budget, wie viele das sein sollen. Es ist ein bisschen klein. Da steht, soll 2023 sind es zwei Wechselausstellungen, die wir zeigen müssen. Also das können wir nicht frei wählen. Wir dürfen natürlich mit dem gleichen Budget auch drei machen, da sagt niemand etwas. Aber das ist vorgegeben. Sie sehen vielleicht auch die Anzahl Veranstaltungen, die wir machen und so weiter. Da gibt es Zielvorgaben. Ja, wir können natürlich nicht jedes Jahr zwei Ausstellungen selber konzipieren. Mit unserem Team, das geht nicht.
Und da haben wir in der Schweiz wahrscheinlich etwas Einzigartiges. Es ist in Deutschland ähnlich, aber nicht ganz so. Weil wir einfach kleiner sind, funktioniert das viel effizienter. Wir machen ja nicht alle Ausstellungen selber. Wir haben den Vorteil, dass jedes Naturmuseum in der Schweiz oder fast jedes in unserer Größe auf jeden Fall selber Wechselausstellungen konzipiert, und zwar so, dass sie auf Reisen gehen. Das hier war die letzte Ausstellung vor der Kieselsteinausstellung. Das ist die Katze, unser wildes Haustier. Vielleicht haben Sie sie gesehen. Sie war im letzten Sommer bei uns zu sehen, und das ist eine Thurgauer Ausstellung. Also das ist eine Ausstellung vom Naturmuseum Thurgau. Und so gehen immer wieder solche Ausstellungen in der Schweiz herum, und so können wir auch dieses Programm gewährleisten, weil sonst wäre das finanziell nicht stemmbar. Wir haben ein bisschen eine Leihgebühr, die wir da verlangen, die ist 5.000 Franken, das ist also nichts der Rede wert, aber das ist einfach so ein kleiner Beitrag, den wir da uns gegenseitig abverlangen, und wenn alle da mitmachen, ist das schlussendlich ein Nullsummenspiel. Ja, wie organisieren wir uns da? Das ist die Seite des MUSNATCO, das ist der Verband der Naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen der Schweiz und Liechtenstein, und da auf dieser Webseite kann man diese Wechselausstellungen hochladen und auch schauen, was da eigentlich auf dem Markt ist. Jetzt komme ich zum Inhalt zu solchen Ausstellungen. Ja, was für Themen? Wenn wir so beschließen, wir möchten gerne eine Ausstellung machen, müssen wir zuerst einmal das Thema bestimmen. Was für Themen für eine Wechselausstellung würde Sie interessieren? Jetzt frage ich einfach mal, ich kann nicht einfach nur immer schwatzen davon. Michi hat gesagt, ich habe ein Lehrerdiplom und das drückt halt durch. Ich habe ihm gesagt, ich brauche die Wandtafel. Jetzt wäre ich froh, wenn Sie einfach mal reinwerfen. Was kommt Ihnen? Was würden Sie, wenn Sie jetzt mich wären und einfach frei entscheiden könnten, über ein Thema Naturmuseum für Ausstellungen machen? Gute Frage. Auf das wollte ich raus. Ja, was sind es denn für Themen überhaupt, die in einem Naturmuseum gezeigt werden? Also es sind natürlich absolut Themen, die wir behandeln, aber es dürfen natürlich auch andere Themen sein. Ja, ich glaube, wir könnten da noch lange weitermachen. Wir nehmen das natürlich mit, weil so haben wir wieder neue Ideen. Ja, ich lasse das stehen. Und zwar komme ich darauf noch zurück. Das sind ein Teil der Fragen, sind sicher nicht vollständig, die wir uns natürlich immer wieder stellen, wenn wir darüber diskutieren im Team, was für ein Thema könnte es sein. Manchmal ist das Thema auch schon da, aber sicher ist, haben wir überhaupt im Naturmuseum über dieses Thema etwas zu sagen? Also können wir da etwas ausdrücken? Das ist eine Frage dann noch wichtiger. Wir wollen ja Objekte zeigen. Also wir haben eine Sammlung. Unsere Sammlung hat schätzungsweise gegen 200.000 Objekte. Können wir davon auch etwas zeigen? Und ganz wichtig, also wenn ich ein Thema nehme, weil ich einfach das will und das ganze Team sagt, nein, das finde ich jetzt... Also mit einem Team, das so in das Projekt einsteigt, no way, geht nicht. Und dann eben ganz wichtig, was machen die anderen Museen? Wildschweine hat zum Beispiel das Naturmuseum Thurgau bereits eine Ausstellung mal gemacht. Ist zwar schon lange her, könnte man durchaus wieder machen, aber da muss man natürlich schauen, dass man da ein bisschen miteinander spricht, dass man sich auch nicht Themen wegschnappt, dass das untereinander ausgetauscht wird. Dann kommt natürlich auch die Frage, können wir das überhaupt mit dem Team, das wir haben im Naturmuseum? Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir haben alle unsere Hintergründe und es macht es natürlich viel, viel schwieriger, wenn wir ein Thema nehmen, dass wir kein Know-how haben. Also ich habe zwar Biologie studiert, aber ich könnte jetzt über Flechten alleine wirklich nicht unbedingt eine Ausstellung machen, im Gegensatz zu Sandra Scherer, die hier sitzt.
die Flechtenspezialistin ist. Also das muss man ja auch ein bisschen mitnehmen, was das Team mitbringt. Und was uns ganz wichtig ist im Naturmuseum Winterthur, haben unsere Besucherinnen und Besucher einen Bezug zu diesem Thema. Also können sie irgendwo anknüpfen. Also bei der Eichhörnchenausstellung ist das ganz einfach. Jeder hat schon mal wahrscheinlich ein Eichhörnchen gesehen und hat das Gefühl, man wisse etwas darüber. Kieselsteine, das sieht man. Wir müssen das nur dem Besucher irgendwo zeigen, dass das eben auch nicht nur einfach schön ist, sondern auch interessante Inhalte und Geschichten erzählt. Also der Bezug, der ist uns ganz wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Ausstellung zu unserer Ausstellung einen Bezug hat. Also nicht nur zur Besucherin und zum Besucher, sondern was bieten wir sonst an? Wir haben zum Beispiel Klopftage gemacht, wir haben in der Ausstellung eine Station über Steine, wir haben im Untergeschoss vieles über Steine. Also macht es irgendwie Sinn, dass wir für eine gewisse Zeit dieses Thema erweitern, zum Beispiel mit einer Ausstellung über Kieselstein. Gut, dann gehen wir doch gerade in die Projektorganisation rein von diesen Ausstellungen. Und eine Ausstellung macht man nicht in 2 Monaten. Das ist eine lange Vorzeit, auch wenn auf dem Papier noch nicht so viel da ist. Aber es braucht eine lange Zeit im Voraus, die man sich damit beschäftigt, wo man sich Fragen stellt. Ganz wichtig, es muss mal ein Arbeitstitel her. Das muss noch nicht der definitive Titel sein. Wir müssen bestimmen in einem Naturmuseum, ja, wen wollen wir überhaupt ansprechen? Ich meine, das Naturmuseum ist hauptsächlich ein Museum für Familien mit Kindern, aber eben nicht nur, sondern wir möchten auch Erwachsene ansprechen, vielleicht auch Leute, die sich naturwissenschaftlich beschäftigen und so weiter. Und da müssen wir schon definieren, wen wollen wir damit ansprechen. Also die Eichhörnchenausstellung hat sicher eine ganz andere Zielgruppe als jetzt diese Kieselsteine, obwohl da sich dieselben Leute drin bewegen. Dann müssen wir uns fragen, wollen wir mehrsprachig sein oder nicht? Wir haben da jetzt entschlossen, dass wir es nicht machen, weil Mehrsprachigkeit ist immer das Problem, dass man sehr viel Text nachher auf den Ausstellungen hat. Hier habe ich auf dem Foto ein Beispiel, das ist keine Ausstellung von uns, die ist von Fribourg. Die Wolfsausstellung, die natürlich mehrsprachig sein muss, weil sie von Fribourg kommt. Die ist nämlich Französisch, Englisch und Deutsch gewesen. Und da muss man irgend so eine Konstruktion einplanen, wie Sie das hier sehen. Vielleicht sehen Sie diese Texte. Und das sind Klappen, die man drehen kann, je nach Sprache, die man dann möchte. Weil Sie kennen das vielleicht, wenn man so auf eine Platte schaut und der Text ist 3-mal da drauf, in 3 verschiedenen Sprachen erschlägt das einem meist. Dann die Barrierefreiheit. Was können wir anbieten? Wen wollen wir unterstützen bei einer Ausstellung? Hat immer auch mit Mehrkosten natürlich zu tun und mehr Zeit. Dann bestimmt man mal so ganz grob die Themenblöcke. Man macht Brainstormings, Ideenskizzen. Was dann mein Job ist natürlich, ist auch den Kostenrahmen festlegen, wie viel Geld wollen wir überhaupt ausgeben, was können wir überhaupt ausgeben. Ich muss das 2 Jahre vorher oder 3 Jahre in der Stadt schon eingeben, damit ich das überhaupt realisieren kann. Ein Grobbudget erstellen und wir haben immer auch einen Anteil Drittmittel, die ich generieren muss, die für eine Ausstellung reinfließt. Also ich kann nicht nur auf Stadt zählen, sondern da muss ich auf Drittmittelsuche gehen. Und dann ist natürlich auch klar, da müssen wir bestimmen, wer ist Hauptverantwortliche oder Hauptverantwortlicher des Projektes. Allenfalls, das gibt es immer wieder, dass man Partnerschaften macht, dass Ausstellungen mit anderen Museen zusammen konzipiert werden. Der zweite Teil, es ist jetzt sehr theoretisch, ich gehe da schon noch in Beispiele rein. Dann kommt es eigentlich so in der ganzen Organisation dazu, dass wir natürlich innerhalb des Teams mal bestimmen müssen, wer ist da wirklich involviert und wen ziehen wir von außen dazu. Also wir haben im Naturmuseum zum Beispiel keinen Szenografen. Wir haben zwar einen Grafiker, aber der hat noch andere Aufgaben. Also arbeitet man noch mit Grafikern zusammen und so weiter. Was auch ein großes
Thema ist, sind die Foto-, Film- und Bildmaterialsuche, die Rechte abklären, Zeitplan, Budget und so weiter. Ich lese das jetzt nicht alles runter, weil ich gehe jetzt nochmals etwas genauer darauf ein. Ich habe vorhin gesagt, Projektorganisation. Wir sind ja einfach mit unserem Team dabei. Das ist das Team, das ist nicht die Projektorganisation, das ist das Team des Naturmuseums Winterthur. Wir haben insgesamt mit allen Aufsichten, alles das, was bei uns angestellt ist, da ist das Reinigungspersonal und Hauswartung nicht dabei, weil das läuft nicht über uns, sind es etwas mehr als 1000 Stellenprozente. Aber alleine die Aufsichten im Kindermuseum und im Naturmuseum sind zusammen etwa 450 Stellenprozente. Also wir sind im Backoffice-Team etwas mehr als 500 Stellenprozente. Und diese 500 Stellenprozente sind auf 9 Personen aufgeteilt. Das geht eben vom Sekretariat über 3 Kuratorinnen, die zusammengezählt 110% haben. Dann haben wir die Leiterin Kindermuseum, Museumstechniker, zoologische Präparatorin. Und mit diesem Team müssen wir diese Ausstellungen machen. Also, und das ist immer auch für uns eine sehr strenge Zeit, weil, nicht vergessen, wir können uns nicht nur aufs Ausstellungen machen konzentrieren. Wir haben einen Betrieb. Wir haben einen Ausstellungsbetrieb, der laufen muss. Wir haben Arbeitspläne, die gemacht werden müssen. Wir haben Veranstaltungen. Der ganz normale Betrieb, der läuft ja weiter im Naturmuseum. Ja, ein ganz wichtiger Teil in Ausstellungsmachen ist die Szenografie. Das ist wichtig, weil wir müssen mit jemandem, das ist eigentlich der Architekt der Ausstellung. Die gehen nämlich auch wie die Architekten nach FIA-Normen. Das ist der Inneneinrichter. Das ist der, der Stimmung bringt in eine Ausstellung, der das Künstlerische macht. Er bringt aber nicht den Inhalt. Wir arbeiten da, kennen Sie vielleicht die Naturfundbüro-Ausstellung, die bis letztes Jahr im Februar bei uns gestanden ist. Das war derselbe Szenograf wie jetzt die Kieselstein-Ausstellung. Also das kann total anders werden. Also das hat ja nichts miteinander zu tun und das war derselbe Mann dahinter. Dann gibt es auch Situationen, die noch ganz lustig sind. Wir haben dann irgendwann mal jetzt bei der Kieselstein-Ausstellung sagen müssen, ja, was für eine Farbe nehmen wir denn als Hintergrund? Und das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht haben Sie sich mal gefragt, diejenigen, die jetzt die Kieselstein-Ausstellung schon gesehen haben, die ist rosa innen dran. Warum haben wir uns für rosa-rot entschieden? Wenn Sie nochmals vielleicht zurück, das ist die Naturfundbüro-Ausstellung, die ist gelb. Also können wir nicht schon wieder gelb nehmen. Also fällt gelb mal raus. Blau geht nicht, weil das Wasser. Und nicht jeder Kieselstein ist im Wasser. Also raus damit. Blau geht weg. Grün, Wiese, Wald, der Kieselstein liegt nicht in der Wiese. Also weg damit. Braun, das ist Erde, auch weg. Grau geht ja nicht, die Steine sind ja grau, also was soll, grau geht auch nicht. Weiß ist zu hart und dann landet man irgendwann mal bei rosa. Und dann haben wir einen Tisch mit etwa 50 verschiedenen Rosatönen vor uns. Weil rosa ist nicht gleich rosa und dann sehen Sie uns Rosas auslesen. Und das ist wichtig, weil am Schluss gibt's ja dann noch die Typografie. Und alle Schildchen sind ja dann in diesem Rosa. Also wir müssen uns ja entscheiden. Also es ist jetzt ein Bild der Ausstellung. Und das ist übrigens auch ein Externer, der dazukommt, der eben diese Schrift macht. Es reicht nicht, dass wir einfach nur Texte schreiben und Schildchentexte schreiben, sondern irgendjemand muss diese Texte in diese Formate von Schildchen reinbringen. Und zwar so, dass man es lesen kann. Es gibt also da Regeln im Absatz und das alles muss irgendwo eine Form haben. Ich habe vorhin erwähnt, Bild, Ton müssen wir auswählen und das reicht nicht. Wir sind natürlich an die Film-, Ton- und Bildrechte gebunden.
Das ist ebenfalls ein großer Aufwand, das alles ganz genau abzuklären. Ich habe jetzt hier zwei Verwertungsgesellschaften erwähnt, die Suiza für die Musik, die Prolitris für Bilder. Wenn wir irgendwo ein Bild zeigen möchten, müssen wir da unsere Rechte holen. Das können aber auch Privatpersonen sein, die man anfragen muss. Das ist ein größerer Auftrag, wenn man viele Bilder hat in einer Ausstellung. Ganz wichtig, was auch immer wieder auf den Haufen geworfen wird, was wir letztes Jahr wirklich dann erfahren haben, ist ein Zeitplan. Und das ist der Zeitplan der Kieselausstellung. Das ist der Beweis dafür, dass wir das gemacht haben. Und trotzdem hat nicht alles geklappt. Also wir mussten letztes Jahr, das hat Michael schon angetönt, erfahren, dass eben auch, wenn man alles versucht, wir waren sehr knapp dran, eben ganz viel schief laufen kann, vor allem in diesen Umständen, die wir jetzt im Moment drinstecken. Der Schreiner kann nicht so abliefern, wie wir das gedacht haben. Es kommt da etwas schief, da geht etwas schief und dann ist plötzlich so ein Zeitplan völlig auf den Haufen gerüttelt und auch das Team kann nicht alles plötzlich verschieben und trotzdem ist das wichtig. Da ist der Rosaton, es ist natürlich jetzt da ein bisschen ein anderer Rosaton. Und parallel zum Ganzen wird natürlich nicht nur an der Ausstellung selber gearbeitet, sondern im Hintergrund werden alle Medien, Plakate müssen ja auch bereit sein, bevor die Ausstellung da tatsächlich steht. Und bei diesem Plakat war dann wirklich der Museumstechniker, der Gott sei Dank genau mit seinem Haus an der Tour wohnt, hat dann im Garten diese Kiesel ausgelegt, also diese Schrift, das ist nicht computermäßig gemacht, das sind wirklich echte Kiesel, die hier gelegt wurden. Da kann man sich durchaus zwischendurch mal überschätzen, was für Zeit, dass man da braucht. Wochenende halt. Ja, das ist dann so die nächste Phase, wo man sich dann auch wirklich entscheiden muss, was macht man. Irgendwann hat man noch alles offen, man versucht, alle Möglichkeiten noch zu berücksichtigen und irgendwann muss eben der Entscheid gefällt werden und jetzt nehmen wir diesen Stein oder das Eichhörnchen und das machen wir. Und dann sind wir nicht mehr so frei. Und was auch eine große Arbeit ist, schreiben Sie mal so viele Texte. Und zwar so, dass sie eben auf, wir beschränken uns auf maximal 500 Zeichen. Das ist der Erfahrungswert, was heute maximal noch gelesen wird in einer Ausstellung. Das hat sich in den letzten Jahren extrem minimiert. Viele von Ihnen erinnern sich an viele Tafeln, die man früher aufstellen konnte, wo noch voll mit Text waren. Das ist erwiesenermaßen heute nicht mehr möglich. Also die Leute hören etwa nach 500 Zeichen auf mit Lesen. Also müssen wir auch nicht mehr als 500 Zeichen schreiben. Aber erklären Sie mal Geologie in 500 Zeichen. Und das ist natürlich ein riesiger Kompromiss, den wir machen müssen. Also das ist, auf der einen Seite müssen wir wenig schreiben, prägnant, einfach und es muss naturwissenschaftlich noch stimmen. Und das geht nicht immer. Das bringt man nicht immer hin. Das ist ein Kompromiss. Wir gehen also Kompromisse ein, dass manchmal die Texte nicht hundertprozentig stimmen. Weil durch Vereinfachung können wir ja die Ausnahmen nicht berücksichtigen oder auch irgendwelche Sachen, die etwas mehr Erklärung brauchen. Und das ist unsere Schwierigkeit in einer Ausstellung. Es ist kein Buch, wo man eben alles möglichst genau erklären kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Kieselsteine falsch sind. Also, aber diesen Spagat, übrigens sitzt Sandra Scherer da in den Reihen, die das ganze inhaltliche Konzept der Kieselsteine gemacht hat. Und diesen Spagat musste sie über Monate machen und das ist anstrengend. Und da müssen wir auch Objekte herstellen. Wir haben nicht alles in der Sammlung. Also wir müssen Objekte herstellen, wir müssen Objekte suchen. Die Szenografie geht weiter. Das sind dann Pläne, die dann abgeliefert werden. Also so hat es uns der Szenografie abgeliefert. Das sieht dann mal so aus.
diejenigen, die die Ausstellung schon gesehen haben, ist ziemlich so, wie es jetzt steht, mit Klappen und Schubladen und so weiter. Das ist unser Wechselausstellungssaal. Und mit den Plänen geht man dann zum Schreiner. Also wir müssen auch einen Schreiner, das können wir nicht selber bauen. Also sind wir angewiesen, dass wir da eine Firma haben, die uns das dann umsetzt. Und das ist nicht jeder Schreiner, der das machen kann. Also wir können nicht einfach irgend zu jemandem gehen und sagen, ey, mach mal so einen Kieselstein, ist einfach ein bisschen größer. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Manchmal macht man auch noch so eine Fotomontage, damit wir uns das mal so etwas vorstellen können, wie das aussehen könnte. Also da hat noch gar nichts existiert, das ist nicht die echte Ausstellung. Und dann geht's los, das ist die Schreinerei, wo das hergestellt wurde. Und als erstes machen wir jetzt bei uns, ich weiß nicht, ob das die anderen Naturmuseen auch so machen, machen wir als erstes einen Prototyp. Weil das ist wichtig, einen Prototyp herzustellen, damit man überhaupt mal überlegen kann, funktioniert das überhaupt, wenn wir da in die Produktion gehen. Da ist Schubladen mal rausziehen, beachten, ja, halten diese Schubladen überhaupt das Gewicht der Steine? Da kam dann Sandra Scherer immer wieder, aber euch ist schon bewusst, wie schwer das Steine sind. Und das sind dann keine Eichhörnchen, die man da raufstellt, sondern das ist Gewicht. Und dann brütet man eigentlich stundenlang mit Kaffee und Gipfeli über diesen Plänen, wie man das dann umsetzen soll und wie das gehen soll. Und das ist jetzt bei der Kieselsteinausstellung, wenn Sie da mal drin sind, wie viele Schubladen, wie viele sind über 40 Schubladen und ohne Klappen oben, da kommen noch die Klappen dazu. Das Problem ist bei einer Ausstellung, wir können ja nicht in den Raum und schon mal beginnen, weil da steht ja eine andere Ausstellung. Also wir haben eine Übergangszeit von circa 4 Wochen, wo die andere Ausstellung dann raus muss. Und die neue muss rein. Also die neue, die muss eigentlich im Hintergrund schon fertig sein. Weil wir haben da nicht groß Zeit, im Wechselausstellungssaal noch viel zu bauen. Das heißt, wir müssen sehr viel im Hintergrund schon vorbereiten. Das heißt, irgendwo auslegen. Jetzt bei den Steinen konnten wir im Museumsgebäude einen Raum haben, wo wir einfach mal die Bretter so zugeschnitten haben, wie die Schubladen dann etwa die Form hatten. Und dann musste Sandra und andere diese Steine hinlegen und entscheiden, welchen Stein wollen wir jetzt tatsächlich dann in dieser Schublade haben. Und das, ich kann Ihnen sagen, das sind Kilometer, wo sie zwischen Depot und diesem Raum hin und her gelaufen ist und immer wieder mal, nein, passt nicht, geht wieder zurück, dann müssen wir anders und so weiter. Und dann kommt am Schluss raus, da hat man alles schön bestimmt. Und wenn man dann das alles einfüllt, ganz am Schluss merkt man, dass der Stein 1 Millimeter zu hoch ist und nicht in die Schublade passt. Und dann heißt Sandra, geh noch schnell einen anderen Stein holen. Das sind dann so die Highlights am Morgen früh. Was natürlich auch gemacht werden muss, ist, wir haben da in dieser Ausstellung auch Touchtables, Bildschirme. Und die müssen ja auch gefüllt werden. Also wir müssen ja, wenn man dort etwas zeigen möchte, zuerst einmal die Bildschirme überhaupt bestellen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Formate Bildschirme es gibt? Also das ist unglaublich. Da muss der Museumstechniker, müssen wir mal sagen, diese Größe muss dorthin, diese Größe dort. Reicht das? Was für ein Computer steckt dahinter, hinter diesem Bildschirm? Und dann muss ja irgendwo auch noch etwas da drauf sein. Und da muss natürlich auch die Grafik gemacht werden. Es muss vereinfacht werden. Da nimmt man verschiedene Bücher. Was könnten wir hier als Vorlage nehmen? Das ist jetzt ein Beispiel von so einer Grafik, wo man dann eben da rauf tippen kann und mehr Informationen rausholen kann. Und neben Bildschirmen und Grafiken und Steinen in Räumen ist es auch ganz bodenständig, dass man in so einer Ausstellung auch raus muss. Also wenn man Insekten zeigen muss, dann muss Sabrina, die auch da sitzt, ist mit unserer Präparatorin Claire Goar in die TÖS gestanden, haben Steine gesucht, haben Insekten gesucht, haben
andere Dinge gesucht, die wir eben in dieser Ausstellung suchen. Sie sind also nicht diese Ente suchen gegangen da oben. Also die haben sie nicht irgendwo totgeschlagen, damit wir dann eine Ente haben, sondern diese Ente, die muss auch vorbereitet sein. Wir haben ja eine zoologische Präparatorin. Es gibt eine fliegende Ente in der Ausstellung, vielleicht haben Sie sie gesehen. Und es gibt auch eine gründelnde Ente in einem Stein. Da wird natürlich unter den Präparatoren ausgetauscht, wir gehen nicht Enten schießen, aber das sind Enten, die von der Jagd herkommen, die halt schon, also tot müssen sie schon sein, dass wir sie präparieren. Also unsere Präparatorin hat da also auch mehrere Präparate hergestellt. Zum Vergleich bei den Eichhörnchenausstellungen haben wir für die Eichhörnchenausstellung über 40 Eichhörnchen präpariert, speziell für diese Ausstellung. Das sind jetzt 4 Beispiele, die neu präpariert wurden. Und die sind ja immer noch unterwegs. Ja, neben dem Bau, neben den Objekten, die da zur Verfügung gestellt werden und gebaut werden und im Hintergrund, werden natürlich auch andere Sachen gemacht. Es muss ja noch ein Programm zusammengestellt werden. Wir machen ja auch verschiedene Veranstaltungen. Sie kriegen dann so eine Karte, wie ich hier jetzt aufgelegt habe. Und da sehen Sie ganz viele Veranstaltungen hinten drauf. Die können wir auch nicht erst zusammenstellen, wenn die Ausstellung schon steht, sondern da wird parallel nach Referenten gesucht, da wird parallel angedacht, was man da sonst noch für Projekte zu dieser Ausstellung machen könnte. Und die brauchen zum Teil auch eine lange Vorlaufzeit. Hier ein Beispiel, das ist jetzt nicht zu der Kieselsteinausstellung, sondern dieses Programm war zur Katzenausstellung, haben wir ja dank der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ein Projekt machen können, weil die Naturwissenschaftliche Gesellschaft hat hier nämlich etwas Geld dazu gegeben. Da war diese Mithilfe gesucht, ihre Katze, unsere Forscherin. Das Projekt hieß Zeig mir deine Mauskatze. Wir haben die Mäuse gesammelt, die die Katze nach Hause brachten und haben diese bestimmt. Es kamen insgesamt gut 170 Mäuse zusammen, die wir alle bestimmt haben, zum Teil per DNA-Test. Sie sehen rechts die Präparatorin, ich glaube die Finger der Präparatorin oder vielleicht von Sabrina, wo man diese Mäuse bestimmt hat. Und wir wissen jetzt besser in Winterthur, was für Mausarten wir hier haben. Das war ein schwarzes Loch vorher. Und diese Programme müssen natürlich langfristig vorher schon geplant werden. Aber auch die Museumspädagogik, die ja auch noch da ist, Schulklassen, die wollen ja Workshops machen mit den Schulklassen. Auch die müssen wissen, um was geht es eigentlich, was sehe ich denn da, wenn eine Ausstellung noch gar nicht da ist, müssen sie starten können mit den Schulklassen, wenn die Ausstellung steht. Die Vorbereitungen beginnen vorher und auch der Prospekt von der Museumspädagogik Winterthur, der ist natürlich schon viel früher gedruckt und draußen, da müssen die Workshops drin sein. Und da muss natürlich auch Absprachen gemacht werden, dass die auch ein bisschen wissen, was sie überhaupt erzählen können, bevor sie überhaupt etwas sehen. Das ist der Vorteil, wenn wir Ausstellungen übernehmen, dort können sie vielleicht an einem anderen Ort die Ausstellung schon mal anschauen. Auch unsere Jacqueline Pasanisi, sie macht bei uns Marketing und die Administration und sie überlegt sich natürlich auch, was können wir in Social Media posten, macht dort bereits Pläne, was sie machen möchte. Also auch das muss ja schlussendlich dann gefüttert werden. Und in der letzten Phase eigentlich, bis es wirklich dann in den Betrieb kommt, ist dann wirklich der tatsächliche Bau der Möbel. Da können wir selber dann nicht mehr viel machen. Also da können wir eben, das ist das, was uns manchmal etwas juckt. Wir sind dann so im Naturmuseum und sind zwar noch mit den Texten beschäftigt und mit Grafik und so weiter, aber eigentlich würden wir manchmal ganz gerne auch selber bauen. Die Bilder müssen bearbeitet werden und so weiter. Die Texttafeln müssen schlussendlich gedruckt werden. Also auch da gehen Sie im Moment, wenn Sie jetzt in der nächsten Woche noch
in die Ausstellung gehen, dann gehen Sie mal die Impressumtafel anschauen. Das ist so ein schöner Fall, wo man am Schluss noch schnell etwas drückt und dann schauen Sie den Titel an, weil es wird nicht mehr allzu lang so sein und dann steht dort schön Impressum. Das M ist rausgefallen, hat niemand mehr gesehen. Also das kann natürlich auch passieren, dass am Schluss, wenn es dann pressiert, man die Dinge nicht mehr ganz genau anschaut. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, und das war mein Fehler, dass wir eine Einladungskarte verschickt haben für die Vernissage mit dem falschen Datum. Den Tag hat zwar gestummen, aber es hat 18. statt 17. stand da drauf. Und das sind genau diese Dinge, die dann am Schluss muss man wirklich hinsitzen und sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, um das noch richtig zu korrigieren. Was ganz wichtig ist, ist natürlich auch dann im Betrieb, also wir müssen im Vorfeld auch unsere Aufsichten instruieren. Also da machen wir im Vorfeld Einführungen für Aufsichten, damit sie, wenn die Besucherinnen und Besucher kommen, auch etwas wissen darüber, wenn die Fragen kommen. Da haben Sie zwei Bilder in der Werkstatt, wie jetzt diese Kieselsteine ohne die Bemalung ausgeschaut haben, mit diesem Acrylgewand. Eigentlich sind so Glasfasertücher, die man mit Acryl da um diese Holzteile herum geklebt hat. Das war eine riesige Arbeit. Und wenn dann die Ausstellung dann doch im Wesselausstellungssaal drinsteht, ist es noch lange nicht fertig. Da müssen noch Ausbesserungsarbeiten gemacht werden und es muss natürlich jetzt gefüllt werden. Also die vorbereiteten Inhalte müssen nun auch in diese Kieselsteine, wie sie hier sind, reingefüllt werden, weil das haben wir natürlich im Hintergrund nicht machen können. Weil diese Kieselsteine, die sind in der Schreinerei fertig gemacht worden und dann wurden die mit einem Lastwagen zu uns gefahren, reingestellt und dann mussten wir die Bretter und die Schubladen und den Inhalt im Hintergrund fertig haben, damit wir das dann reinstellen können. Und das ist dann eben der Moment, wo man sieht, ups, der Stein ist 1 Millimeter zu hoch. Medienmitteilungen müssen geschrieben werden, damit die Zeitungen auch erfahren, dass die Ausstellung da ist. Das ist auch eine Zusammenfassung, die etwas ein bisschen so herkommen muss, dass die auch aufspringen. Und nicht zu vergessen, auch eine Vernissage muss zuvor geplant werden. Da sind jetzt zwei Vernissage, Eichhörnchen und Kieselsteine. Wir hatten das Glück, dass wirklich, wir haben ja die Ausstellung um 4 Wochen verschieben müssen. Und wir haben die Vernissage am 17. Dezember gemacht und wir dachten alle, also am 17. Dezember, da kommt doch niemand. Also vor den Weihnachten hat doch niemand Zeit, aber wir machen es jetzt. Sie sehen, es war also sehr gut besucht, hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Und wenn die Ausstellung steht, heißt das für uns noch lange nicht, dass wir fertig sind, weil bei mir ist dann so eine Beige mit Endabrechnung, alles abschließen, haben wir alle, die Rechnungen sind noch lange nicht gezahlt, also das muss alles noch gemacht werden. Wir sitzen zusammen und besprechen, was ist eigentlich gut und schlecht gelaufen. Also es gibt da eine Runde im Team, damit man Fehler, die man gemacht hat, vielleicht das nächste Mal nicht mehr macht und einfach mal so ein bisschen zurückschaut, was haben wir da eigentlich gemacht. Und was ganz wichtig ist, was jetzt noch nicht da ist, ist eine Dokumentation von dieser Ausstellung, weil die geht ja jetzt dann weiter. Also die Ausstellung, die steht bis am 7. Mai bei uns jetzt, diese Kieselsteinausstellung, und geht nachher weiter ins Naturmuseum St. Gallen. Und die möchten ja eigentlich gern wissen, was sie da haben, was sie übernehmen. Und die müssen wissen, wo muss ich was einstecken, wenn ich die aufstelle, was für Bildschirme, wo muss ich die einstellen und so weiter. Es gibt eine ganze Dokumentation, die vor allem auch der Techniker die technischen Dinge einbringt, damit der Museumstechniker in St. Gallen dann auch nicht keine Ahnung hat, wo er wann was flicken müsste, wenn mal etwas nicht funktioniert. Und dann kommt natürlich dazu,
dass diese Ausstellung verpackt werden muss. Wir können die ja nicht einfach in den Lastwagen reinschmeißen. Und das geht dann. Ich weiß noch nicht genau, wie die Kieselsteine-Ausstellung verpackt wird. Darum habe ich auch kein Foto davon. Auf jeden Fall können wir alles rausnehmen und kann diese Kieselsteine hochklappen. Das müssen wir auch immer im Hinterkopf haben. Lastwagen haben eine bestimmte Größe. Und bei uns ist das Maximale, was wir haben können, ist ein Lastwagen und ein Anhänger. Also diese Ausstellung müssen in so eine Fläche reingehen. Also es muss eine Palettgröße sein, damit wir das auf Palett stellen können. Also diese Kieselsteine werden dann hochgekippt. Hochkant, die kann man alle halbieren, weil es gibt noch ein anderes Problem in anderen Häusern. Es gibt Naturmuseum, die haben nicht mehr, um reinzukommen, als solche Türen. Also diese Ausstellung müssen durch solche Türen rein. Solothurn hat eine Raumhöhe von 2,30 Meter. Vergleichen Sie es einfach mit unserer. Also wir haben bei der Eichhörnchenausstellung neue Bäume gemacht, die nur 2,30 Meter sind, damit sie in Naturmuseum Solothurn reinpassen. Also das sind alles solche Dinge, die man beachten muss. Und da das linke Bild, das ist der Eichhörnchenkobel vom Eichhörnchenausstellung, der durch unsere Türe etwas knapp durchging. Wir mussten den zusammendrücken. Also es sind rechts eine Kiste, wo alles schön reinpasst, weil die Objekte sind zum Teil sehr diffizil. Wir haben in der Eichhörnchenausstellung ein Eichhörnchenskelett. Sie können sich vorstellen, wenn das zu viele Vibrationen bekommt, dann fällt das auseinander. Also dieses Eichhörnchenskelett fährt meistens als neben dem Chauffeur auf dem Sitz mit und nicht hinten drin, weil dort hat das unter Kontrolle, weil hinten kann es ja doch mal Vibrationen geben. Es gibt also wirklich so Objekte, die dann vielleicht gar nicht im Lastwagen mitfahren. Es kann auch sein, dass so eine Ausstellung zwischendurch nicht vermietet wird. Dann müssen wir einen Lagerraum haben. Wir haben keinen bei uns, der reicht. Dann haben wir eine Lastwagenfirma, die Lagerräume hat. Dann muss alles dort rein. Aber nicht alles. Die Objekte zum Teil wollen wir natürlich nicht in der Lagerhalle haben, weil dort ist es feucht. Das sind nicht die Klimabedingungen, die wir haben möchten für unsere Objekte. Also kommen die alle raus in unser Depot. Der Rest geht ins Lager. Und dann müssen wir das dann wieder zusammenstücken, damit das wieder als Gesamtes dann fortgeht. Oder auch andere Sachen wie, dass wir, wenn wir eine Pause haben und eine Eichhörnchenausstellung haben, dann machen wir durchaus mal, dass wir alle Objekte in eine Stickstoffkammer geben. Also das ist ein Raum ohne Sauerstoff, weil die Gefahr ist groß, dass vielleicht unterwegs diese Objekte mit Insekten befallen werden. Und damit die Objekte nicht kaputt gehen, müssen wir die zwischendurch auch mal reinigen. Das heißt, einfach mal in eine Kammer stellen ohne Sauerstoff, dass wirklich jedes Insekt keine Überlebenschance hat. Das ist für uns ein kleiner Nachteil. Sie haben vielleicht von dieser Arsen-Geschichte gehört. Das ist gut, dass man das heute nicht mehr braucht, aber das hat man natürlich, diese Biozide hat man für einen bestimmten Grund verwendet, nämlich, dass die Objekte nicht von Schädlingen gefressen werden. Heute darf man diese Mittel alle nicht mehr brauchen. Wunderbar, sie sind nicht giftig, wenn man sie anfasst, aber das hat natürlich den Nachteil, dass sie wieder gefressen werden. Also das ist unser Problem, dass wir da schauen müssen, dass die Objekte ganz bleiben. Ja, das ist so ein bisschen der Ablauf vom Anfang bis zum Schluss. Und ich würde sagen, ich nehme mir gern Zeit, fragen Sie mich jetzt noch alles Mögliche, weil wenn ich da noch lange darum herum rede, dann bleibe ich vielleicht auf Punkten hängen, die Sie gar nicht interessieren und andere habe ich gar nicht angeschnitten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Daniela, für diesen Vortrag. Es ist unglaublich, wenn man mal von A nach B gezogen ist mit seinem Hausrat, auf was da an
Schwierigkeiten und Überlegungen und Planungen im Vornherein möglich oder notwendig ist, ist ja fast unglaublich. Wenn du jetzt auf deine Jahre zurückschaust, hattet ihr eine Ausstellung, die so richtig durch die Decke ging? Was ist die Ausstellung, die dir von dem her am meisten geblieben ist? Ja, ist jetzt schwierig, also von den eigenen oder von den, die auch von außen kamen? Allgemein. Ja, für mich persönlich im Moment, also über die Kieselsteine kann ich noch nicht viel sagen, aber für mich persönlich ist natürlich schon auch die Eichhörnchen meine erste Ausstellung natürlich prägend gewesen. Erstens mal ist das Eichhörnchen mein Lieblingstier. Also ich habe natürlich immer gesagt, wenn ich selber bestimmen kann, da hat das Team auch nicht viel zu sagen gehabt. Wenn ich eine Ausstellung das erste Mal konzipieren kann, dann übers Eichhörnchen. Und dann bleibt einem das auch. Und die war auch sehr beliebt, ist sie immer noch. Sie geht immer noch rum, sie geht weiter. Sie geht jetzt sogar dann irgendwann in 2 oder 3 Jahren ins Nationalparkzentrum nach Zernetz. Also da habe ich natürlich Freude, dass die immer noch herumreist. Leider ist es heute, ich habe auch Anfragen aus Süddeutschland bekommen, dass sie nach Süddeutschland kommen könnte, aber das ist leider heute nicht mehr möglich, eine solche Ausstellung über den Zoll zu bringen. Also das ist so aufwendig, man müsste jedes einzelne Tier bis ins Detail deklarieren und das können wir einfach nicht. Also da müsste man den Herkunftsort und, weil das geht mit Carneata, kann man das schon machen, weil man es ja wieder zurückholt. Das ist, aber da muss man so genau bestimmen, dass dann wirklich kein Eichhörnchen in Deutschland bleibt, dass das eigentlich heute nicht mehr möglich ist. Das, auch umgekehrt, dass wir Ausstellungen aus Deutschland nehmen können, das haben wir früher noch gemacht, das ist nicht mehr möglich. Das bleibt alles Mögliche dann am Zoll hängen und dann hat man die Hälfte der Tiere nicht. Also das ist ganz schwierig. Wir mussten auch bei der Eichhörnchenausstellung, das sind dann auch solche Sachen, wenn wir ein Eichhörnchen aus Italien wollen, ein eingeschlepptes Eichhörnchen, das wir unbedingt haben wollten, da haben wir einen Präparator hier in der Schweiz gefragt, ob er das uns machen könnte. Der hat dann auch einen Präparator in Italien beauftragt, das Eichhörnchen auf eine bestimmte Art und Weise zu präparieren, dass er das dann machen kann. Das hat er alles ganz anders gemacht, als er das gemacht. Er hätte es eigentlich in Flüssigkeit legen sollen und hat es dann getrocknet. Auf jeden Fall musste er das Eichhörnchen, konnte er nicht direkt in die Schweiz einführen, sondern er hatte eine Dependance dieser Präparator in Singen, weil eben genau wegen diesem Problem hat er das Eichhörnchen von Italien über Österreich nach Singen transportiert, dort präpariert, dann war es möglich, das präparierte Eichhörnchen dann in die Schweiz einzuführen. Also es sind zum Teil verschlungene Wege. Da war Sabrina, du hast das alles da gemacht. Also das ist wirklich wir als Schweizer können da wirklich praktisch keine Sachen mehr vom Ausland reinholen. Ja, es hat es sind 2 Sachen. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die CITES-Bestimmungen von geschützten Tieren. Da gibt es ganz klare Regeln, welche man überhaupt einführen darf und welche nicht. Aber da hat es ganz klar mit EU zu tun, dass wir nicht in der EU sind. Ja. Also darum darf es ja auch über die anderen Länder. Genau, wenn man sich an all diese Regeln gehalten hätte, gäbe es bis heute keine Steinböcke in der Schweiz, oder? Auch in Italien geklaut. Ja, genau. Ja. Nur die waren lebendig, oder? Das ist dann nochmals etwas ganz anderes. Schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Vielleicht einfach noch eine Frage, bevor ich gerne Ihnen das Wort gebe. Meine ersten Besuche im Naturmuseum gingen immer ins Kerala Kindermuseum mit den ganz Kleinen und die wollten da den Dachs streicheln etc. Du weißt, dass ich in der NGW ein großes Anliegen für die Jugend habe, für die 18- bis 30-Jährigen und jungen Erwachsenen. Wie macht ihr das im Naturmuseum? Die Leute kommen, also an einem Sonntag ist das Kerala voll, rappelvoll. Ihr macht Ausstellungen eben für Familien. Habt ihr ein Anschlussprogramm, um junge Menschen weiterhin für die Natur zu begeistern?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Also wir haben da immer wieder mal versucht, irgendwelche Programme uns auszudenken, aber da müssen wir eigentlich sagen, aber das haben alle Museen, dass man diese Gruppe so ab 14, 15, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie eben nicht mit den Eltern mehr mitkommen, eigentlich die Museen meiden, bis sie dann wieder ihre eigenen Kinder kriegen. Aber ja, ich denke mir manchmal, natürlich ist es schön, wenn man die Jungen anspricht, und aber irgendwo jetzt dort zu viel Energie reinzustecken, für das dann ein, zwei kommen, das können wir uns einfach auch nicht leisten. Und wenn sie ja dann wiederkommen, dann haben wir auch etwas erreicht, weil wir haben jetzt, das Kindermuseum wurde 1996 eröffnet. Das heißt, wir haben jetzt die Generation mit kleinen Kindern, die selber schon im Kindermuseum gespielt haben. Und das haben wir ganz oft, dass die Eltern zu uns kommen und den Kindern, das hören wir dann, da habe ich schon selber drin gespielt. Und das ist natürlich auch etwas, wenn die wiederkommen, dann haben wir eigentlich ja sehr viel erreicht. Und was wir natürlich im Naturmuseum versuchen, ist jetzt weniger die Jungen in diesem Alter anzusprechen, sondern dass wir versuchen, eher breit auch bei Bevölkerungsgruppen, die eben vielleicht nicht so kulturaffin sind, zu erreichen. Also, und dort auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass man etwas falsch macht. Also ich spreche jetzt da zum Beispiel Fremdsprachige an, die noch nicht so gut Deutsch können. Und da haben wir nicht den Anspruch, dass sie bei uns Deutsch lernen. Das sollen sie, aber einfach mal so nebenbei, sondern wir haben eher den Anspruch, das macht unsere Leiterin vom Kindermuseum sehr gut, dass sie zum Beispiel eine Gruppe türkischer Familien schon gehabt hat, wo man einfach mal die wichtigsten Sachen erklärt auf Türkisch mit einem Dolmetscher, was man alles machen kann im Naturmuseum. Weil manchmal ist es wie eine Angst da, die verhindert, dass man da reingeht, weil man könnte ja etwas falsch machen. Und wenn man da mal das erste Mal in der eigenen Sprache gehört hat, was man alles machen kann, kommen die wieder. Und das, denke ich, ist für uns wie wichtig, auch immer wieder zu betonen, dass wir auch so eine niederschwellige Kulturinstitution sind. Wir sind eine Kulturinstitution, die anderen Kulturinstitutionen wieder Leute bringen. Weil wenn die Kinder bei uns spielen, gehen sie vielleicht eher nachher auch mal in ein Museum schaffen oder in ein Kunstmuseum oder in ein Gewerbemuseum. Und das dürfen wir ja ruhig auch sein, neben dem, dass wir natürlich naturwissenschaftliche Themen vermitteln wollen. Also das ist natürlich nicht zu vergessen. Aber bei uns kriegen sie dann eben auch schon klein mit, dass eben der Fuchs mit dem Dachs zusammen im Bau lebt, zum Beispiel. Ja, jetzt haben Sie sicher auch noch Fragen zu den Ausstellungen zum Naturmuseum. Wir haben schon angeboten, also ich hatte schon Führungen mit Hörbehinderten gemacht. Menschen mit einer geistigen Behinderung, die kommen sowieso, also die kommen immer wieder. Haben wir jetzt gerade am Sonntag mehrere Gruppen gehabt. Also die sind meistens relativ gut organisiert, wenn sie in Institutionen sind, dann kommen sie vorbei. Jetzt bei dieser Ausstellung kann man eigentlich relativ viel auch anfassen, das was man darf. Es hat da ein paar Sachen, die nicht ganz so gut klappen, wie wir es uns gedacht haben. Aber jetzt für Hörbehinderte haben wir jetzt natürlich da nichts in der Ausstellung. Das ist richtig. Aber mit Sehbehinderung haben wir jetzt auch letzthin jemand gehabt, die haben unterdessen, wenn der Text stimmt von der Größe her, können sie das mit diesen Geräten lesen und dann wird es vorgelesen. Also das hat eigentlich recht gut geklappt, das habe ich beobachten können. Also das sind solche Sachen. Das Einzige, was wir jetzt in der Kieselstein wirklich was nicht so gut ist, wir müssen ja auch selbstkritisch, sie ist etwas zu hoch. Also sie ist relativ hoch und das haben wir jetzt in der Endphase wirklich verpasst. Da muss man auch einfach ehrlich sein. Also es sind nicht alle Schubladen, aber es ist wirklich zum Teil ein Problem mit dem Rollstuhl, dass man nicht hineinsieht. Und Kinder können Schemel nehmen, die können da raufstehen, aber das kann man im Rollstuhl nicht. Aber da muss man wirklich, wir haben das eigentlich alles versucht,
versucht zu berechnen, aber wenn man natürlich dann in diese Klappen, da denkt man manchmal einfach nicht dran, dass man zwar die Klappe, wenn man sie aufmacht, der Boden ja genug tief ist, aber dann machen wir ein Konstrukt oben, weil wir da etwas rein, gerade diese Klappen, die sind zu hoch, und plötzlich ist das Ganze zu hoch. Und das ist halt nicht immer möglich, dass das immer im Hinterkopf ist. Aber es ist uns wichtig, also es ist, wir haben noch andere Dinge, die in der Ausstellung nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber ich denke, ich habe da alleine durch meine Familienkonstellation schon den Blick drauf. Also da denke ich. Also die Enten, die kommen von den Jägern, ganz klar. Also die Stockenten sind jagbar und das ist klar, die werden nicht alle gegessen. Und die landen in den Gefriertruhen der Jäger und wir haben gute Verbindungen zu den Jägern und die bekommen wir. Und auch andere Präparatoren haben gute Verbindungen zu Jägern und die tauschen sich untereinander aus. Also die Präparatoren haben die Philosophie, kein Tier gehört dem Präparator, erst das Präparat oder dem Museum. Das heißt, wenn wir rundherum fragen, ist es eigentlich so, dass man sich da aushilft. Also jeder Präparator hat eine Gefriertruhe. Und wenn man nach Kur fragt, hey, wir brauchen Eichhörnchen, und sie gerade die riesige Gefrierschrank aufräumen, weil der Präparator gewechselt hat, ruft uns dann der Präparator, ich habe eine ganze Kiste Eichhörnchen gefunden. Also das sind nicht die einzigen. Denn beim Eichhörnchen waren es auch ganz viele Straßenopfer. Wir haben da Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und das ist also erstaunlich. Fragen Sie mal unseren Stadtpräsidenten. Ich habe mal in einer Runde, wo der Stadtpräsident dabei war, einfach mal so gesagt, wir brauchen im Fall tote Eichhörnchen. Das sagt er mir heute noch, weil das war so schräg, kann man eigentlich sagen. Aber wir haben so Eichhörnchen gekriegt. Die Leute haben Eichhörnchen am Straßenrand gesehen. Sandra hat mindestens 3 gefunden dort an der Riechenbergstraße. Irgendwo dort werden sie dauernd totgefahren. Und das Lustigste, was wir gehabt haben, ist die Frau von Reto Muckler. Ich weiß nicht, ob jemand Reto Muckler kennt. Das ist der jetzige Co-Leiter, der Jagd- und Forstinspektor, war vorher bei der Stadtpolizei, ist Jäger in Winterthur. Und seine Frau ist auch Jägerin. Und die fuhr auf der Töstalstraße mit dem Velo und musste zusehen, wie ein Eichhörnchen in einen Lastwagen rannte und tot am Rand liegen blieb. Und weil sie nichts dabei hatte, hat sie das Eichhörnchen über die Lenkstange gehängt und fuhr so ins Naturmuseum mit dem toten Eichhörnchen über der Lenkstange. Also es gibt alles. Ja, aber es ist schon so. Also wir sind angewiesen, dass wir bekommen durchaus auch von Museumsbesuchern, manchmal kriegen wir Telefons, ist mir ein Vogel in die Scheibe geflogen und da nehmen wir natürlich alles. Also das wird bei uns wirklich aufbewahrt. Wir wissen nie, was wir brauchen oder was die anderen Präparatoren brauchen. Es hat ein bisschen Größendings, aber wir haben jetzt sogar, der ist nicht bei uns, aber in der nächsten Zeit wird ein Luchs präpariert. Das ist der Luchs, letztes Jahr, Ende Jahr war das, ist ein Luchs totgefahren worden in Turbental. Also von dem her, der kommt jetzt auch ins Naturmuseum. Oder Zoos und Wildparks. Das sind natürlich auch immer solche, und da gibt dann solche lustige Cafés, wenn die Präparatorin in den Café kommt und sagt so, Mist, ich habe den Fischotter nicht gekriegt aus dem Silwald. Der hat jetzt der und der gekriegt. Zum Austausch nicht, weil einfach die Kunstmuseen ganz anders funktionieren. Also die Naturmuseen untereinander in der Schweiz stehen überhaupt nicht in Konkurrenz. Also das heißt, wir geben alles weiter, auch die Museumspädagoginnen und Pädagogen geben ihre Dokumentationen weiter. Das ist ein ganz anderer Umgang. Ich möchte nichts gegen Kunstmuseen sagen, aber die sind viel mehr in Konkurrenz. Das heißt, wenn die eine Ausstellung machen, möchten sie eben auch die Berner haben, also die Leute. Also
gibt man den Berner Kunstmuseum sicher nicht eine Ausstellung, weil dann hätte der ja einen Benefit. Also ich meine, das ist jetzt nicht böse, aber sie haben eine ganz andere Philosophie. Und wir tauschen einfach, also wir haben auch ein bisschen ein anderes Publikum. Es hat sich zwar jetzt geändert mit Corona, das ist noch spannend. Also wir hatten in den 90er Jahren mal eine Besucherumfrage gemacht, weil wir einfach wissen wollten, können wir von Frauenfeld eine Ausstellung holen? Oder sagen dann alle, die haben wir ja schon gesehen. Das sind ja 10 Kilometer weg. Und da kam raus, dass die Frauenfelder gehen nicht nach Winterthur und die Winterthur gehen nicht in Frauenfeld ins Naturmuseum, also das geht bestens. Das war wirklich regional. Das hat sich geändert jetzt. Also wir haben jetzt viel mehr nationales Publikum. Also wir haben doch, es fiel mir gerade jetzt auch wieder auf, es kamen Berner, es kommen Thurgauer und so weiter. Also es ist, man reist viel mehr wieder. Also es ist, die Distanzen sind irgendwie nicht mehr so groß. Und trotzdem funktioniert's, weil viele mit Kindern ja gerne die Wiederholung haben. Und es sieht ja dann ein bisschen anders aus. Dann kommt man einfach nochmals und sieht sie nochmals an. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ein Kunstmuseum kann das nicht machen. Und die historischen Museen, die machen das auch ein bisschen. Wir haben auch schon eine Ausstellung aus einem historischen Museum gemacht. Die haben einfach ein anderes Konzept. Die geben die Objekte nie mit. Die haben dann einfach nur den Bau. Und dann muss man all den Objekten hinterherrennen. Die kommen dann aus verschiedenen anderen Museen und die müssen wir dann einzeln wieder zusammensuchen. Das war ein Riesenaufwand. Also wenn ich einfach Ausstellungen machen möchte, die einfach gut laufen, ohne dass ich irgendeine Botschaft habe, die ich da vermitteln möchte, dann müssten wir eigentlich nur Tierporträts machen. Eben wie Eichhörnchen oder der Fischotter oder der Biber oder... Dann könnte die Katze, ja, bei der Katze ist es natürlich noch so, dass wir natürlich noch ein bisschen andere Leute angesprochen haben. Also all die Katzenbesitzer, aber das ist auch ein bisschen eine andere. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht nur Eichhörnchen zeigen, sondern auch andere Themen. Und da versuchen wir so ein bisschen eine Mischung hinzukriegen. Ich habe Zielvorgaben. Wir müssen 32.000 Besucher pro Jahr eigentlich bringen. Natürlich sagt jemand etwas, wenn ich nur mal 30 bringe. Also das ist nicht das Problem. Und ich glaube auch nicht, dass das, aber ich muss so eine Mischung müssen wir machen. Also wir können mal eine Ausstellung, eben mit der Katzenausstellung haben wir natürlich jetzt die Chance gehabt, die Leute wieder zurückzuholen aus der Corona-Zeit. Das ist so ein Blockbuster gewesen. Also wirklich viele kamen. Und da können wir durchaus dazwischen Themen reinstellen, die nicht so populär sind vom Thema. Manchmal ist die Ausstellung schon populär, aber für uns die Schwierigkeit, manchmal liegt es nur am Titel. Also wo wir es gesehen haben, ich meine, die Naturfundbüro-Ausstellung war eigentlich ein Hit, wenn die Besucher bei uns waren. Die haben das unglaublich toll gefunden. Aber der Titel Naturfundbüro ist sehr abstrakt. Also wir konnten es nicht ändern, aber uns war das bewusst. Aber das schlägt natürlich weniger ein, wenn auf dem Poster irgendwo steht Naturfundbüro. Ja, was ist das, gehe ich nicht. Aber Eichhörnchen, also das ist etwas ganz anderes, oder? Darum sagte ich, der Bezug ist auch wichtig. Warum soll ich denn überhaupt dorthin gehen? Wenn es ein Begriff ist, den ich schon von Anfang an nicht verstehe, dann kann es noch so toll sein, man geht einfach nicht. Also sie war ein Erfolg, die Naturfundbüro-Ausstellung, aber einfach so vom... Und jetzt sind wir gespannt mit der Kieselstein-Ausstellung. Wir können natürlich auch nicht unbedingt sagen, kommen die Leute wegen der Ausstellung oder kommen sie wegen der Dauerausstellung oder wegen dem Kindermuseum, weil bei uns müssen ja alle durch die Wechselausstellung rein, denn bleibt ja nichts anderes übrig. Also wir können nicht bestimmen, ob sie wegen der Wechselausstellung kommen oder nicht. Das ist bei anderen Museen anders. Wenn der Wechselausstellungssaal im Keller unten ein separater Raum ist, dann sieht man ja, ob die Leute runtergehen oder nicht. Und das können wir nicht. Darum ist es für uns schwierig, warum kommen die Leute überhaupt zu uns. Aber ein Misserfolg ist sie sicher nicht. Wir haben unterdessen jetzt im Januar mehr als 4.500 Besucher gehabt. Das ist doppelt so viel wie sonst in Monaten. Also aber ob das jetzt für irgendeine Kieselsteine ist, das kann ich nicht sagen.
Also im Moment denke ich nicht an ein bestimmtes Thema, sondern jetzt steht ein großes Thema und das ist, da träume ich davon, aber manchmal auch habe ich ein bisschen Albträume. Wir konzipieren eine neue Dauerausstellung. Also der Plan ist jetzt wirklich, das ist jetzt am Anlaufen. Also der Plan ist, dass wir die Dauerausstellung total auswechseln. Also das wäre der Start eigentlich. Wir haben jetzt dieses Jahr mit so der Vorphase und geplant ist es 2028/29 die Eröffnung. Und das ist dann doch eine größere Kiste, die noch mehr Leute involviert. Da baue ich natürlich auch auf all diesen Erfahrungen auf, die wir da schon gemacht haben. Und darum träume ich jetzt eigentlich von ganz verschiedenen Themen. Sicher sind es mal die Besucherzahlen, aber die sind trügerisch. Weil das sieht man, wenn wir solche Spitzenzahlen haben von 600 Leuten im Tag, dann, ich gehe da oft zu den Aufsichten und frage sie, was haben sie für einen Eindruck? Wenn nämlich 200 Leute, wie im letzten Sonntag, wo ich das selber beobachtet habe, den ganzen Tag bleiben, von morgen bis von 10:30 bis Nachmittag um 3:30, das ist für die Aufsichten mehr Leute, als wenn 600 eine Stunde bleiben. Also was wir im Moment nicht erfassen, ist die Verweildauer. Wie lange bleiben sie in der Ausstellung? Also darum sind die Besucherzahlen trügerisch. Sie sagen mir einfach, wie viele haben den Eintritt gezahlt. Die könnten theoretisch einmal so machen und wieder nach Hause gehen. Und die sind trotzdem gezählt. Und darum ist es für uns schwierig, den Erfolg allein an der Besucherzahl zu knüpfen. Ich verlasse mich da eher an den Rückmeldungen der Aufsichten, die da an der Front arbeiten. Was haben Sie für einen Eindruck? Was bekommen Sie für Rückmeldungen? Weil wirklich Rückmeldungen, wir bekommen schon Google-Rezensionen oder mal ein Mail, aber das ist im Verhältnis eher selten. Dass jetzt Personen zu uns kommen und sagen, das ist jetzt die super tolle Ausstellung, kriegen wir schon. Aber wir kommen auch das Gegenteil. Also ja, ich habe jetzt nie gehört, das ist so ein Mist gewesen. Also das habe ich auch noch nie gehört. Also es ist ganz schwierig. Es ist ein Gefühl, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich die Leute beobachte in der Ausstellung, ich habe das Gefühl, die haben Spaß, die sind dran, die schauen oder sie gehen gelangweilt weiter. Das merkt man schon. Oder wenn, es ist auch eine Freude zu beobachten, wenn die Kinder sagen, ich will noch nicht nach Hause. Oder? Also das sind solche Eindrücke. Nein, wir machen auch Angebote raus. Da haben wir schon, vor allem im Zusammenhang mit dem Naturfundbüro, gingen Sandra und Sabrina schon mal in die Bibliotheken, in die Quartierbibliotheken, dass man da eine Zusammenarbeit hat. Wir waren auch schon im Wildpark Bruderhaus mit einem Stand. Also wir gehen schon raus. Aber es ist so für uns immer auch ein Aufwand natürlich, da irgendwo rauszugehen. Und was wir nicht möchten, ist, dass wir möchten lieber mit Organisationen, die ja schon draußen sind, zusammenarbeiten und nicht das, was die machen. Also Waldschule zum Beispiel oder wie sie alle heißen, die ja schon in Winterthur sind. Wie heißen die anderen? Das Schulzimmer, das Waldschulgrünwerk, die machen auch noch solche Angebote. Das ist nicht in unserem Sinn, jetzt da endlich etwas Ähnliches aufzubauen draußen, was sie schon machen, sondern lieber, wir haben schon Tage organisiert mit der Waldschule zum Beispiel zusammen, wo sie dann den Draußenteil gemacht haben, dann kommt man ins Naturmuseum. Oder auch mit dem Bruderhaus, dass die Leute dort dann mit uns zusammenarbeiten. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Daniela. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erzählen. Es hat mich auch sehr gefreut, mal einen internen Vortrag zu haben. Und das habe ich nämlich unterschlagen zu Beginn. Aber Sie wissen es alle, dass Daniela Zink ex officio bei uns auch im Vorstand der NGW natürlich ist. Ganz ich bin, glaube ich, die Einzige, die nicht freiwillig im Vorstand ist. Bin natürlich gerne im Vorstand, aber es hat mir
bevor ich die Leitung übernommen habe, Hans-Konrad Schmutz, kam zu mir, ich war ja seine Stellvertreterin, und hat gesagt, Daniela, es tut mir leid, aber da hast du keine Wahl. Du gehst jetzt in den Vorstand der naturwissenschaftlichen Sammlungen. Ja, aber ich finde das absolut richtig. Wenn du einen Teil seiner Begeisterung für die NGW mitgenommen hast, dann hast du viel. Genau. Ja, ja, ich möchte Sie ganz, ganz kurz noch darauf hinweisen, wir haben noch Programme, falls Sie noch jemanden kennen beispielsweise. Das Winterprogramm mit den restlichen Vorträgen dieses Winters. Dann hat Daniela Zink einige Flyer, einerseits von der aktuellen Ausstellung über den Kiesel, aber auch das Frühlingsprogramm mitgebracht mit dem schönen Eisvogel vorne drauf. Mir bleibt eigentlich nur noch, Sie ganz herzlich einzuladen, nächsten Sonntag, also nicht übermorgen, sondern Sonntag in einer Woche, 5. Februar, Wissenschaft um 11, Rachel Grange von der ETH Zürich, Quantenelektronikerin, kommt zu uns. Sie ist, ich sage immer, sie ist eine junge Professorin, sie ist etwas jünger als ich, was das auch immer heißt. Und sie hält in diversen Disziplinen den Weltrekord, was die Umwandlung von elektronischen in optische Signale anbelangt. Also äußerst spannend. Sie wird ja, wie bei Wissenschaft um 11 üblich, auch als Person interviewt werden. Und Peter Lipuner wird das moderieren. Hubi John wird am 10. Februar Steve Pascolo empfangen. Hier, Freitagabend. Es geht um Impfstoffe und Therapien mit synthetischer mRNA. Wir kennen die Impfstoffe vom Corona-Impfstoff her, Covid-Impfstoff. Das ist aber eine ganz große Familie und da wird ganz viel geforscht. Steve Pascolo hat hier große Beiträge geleistet. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen einen guten Heimweg zu wünschen. Und danke, dass Sie da waren.